Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe gerade gesehen, über 600 Menschen, über 800 Anmeldungen. Es ist ein fantastisches Gefühl zu wissen, dass ihr alle da draußen seid. Ich möchte euch in den nächsten 20 Minuten mit auf eine Reise nehmen. Ja? Und eine Reise, die beginnt ein bisschen früher, als ihr es vielleicht vermuten würdet. Diese Reise beginnt bei Platon. Platon hat mal das Bild geprägt, dass wenn die Menschen auf die Welt kommen, ja, wenn sie vom Himmel auf die Welt fallen, dann wissen sie eigentlich schon alles, was sie fürs Leben brauchen. Und wenn sie dann geboren werden, dann vergessen sie das alles wieder. Und ich finde dieses Bild eigentlich sehr schön, weil es sagt, wir haben schon alles, was wir brauchen, wir müssen es nur wieder entdecken. In der Finanzierungswelt ist es für mich so, dass wir die Einfachheit auch wieder entdecken können. Stellt euch vor, früher war es so, jemand hatte Geld, jemand brauchte Geld und am Ende ging es nur darum, dass man das Geld wieder zurückzahlt, mit ein bisschen Zinsen natürlich. Wenn wir uns heute die Welt allerdings anschauen, ist die natürlich viel komplexer geworden. Jede Menge Abteilungen, Controlling, Risiko, Compliance spielen alle eine große Rolle dabei, wie Finanzierung heute wirklich stattfindet. Ich glaube, das geht einfacher. Was ich meine, wenn ich von Einfachheit spreche, ist, gut mit einem Beispiel zu erklären. Und zwar gehen wir gerne wandern, meine Familie und ich. Wir waren letztes Jahr in Südtirol und haben dort auf der Hütte gegessen, wie immer. Und wenn wir auf der Hütte essen, dann ist immer die Frage, und wie bezahlen wir? Haben wir genügend Bargeld dabei? Okay, EC-Karte, Kreditkarte, das geht schon alles. Letztes Jahr habe ich zum allerersten Mal mit meiner Uhr bezahlt. Mit meiner Uhr. Auf der Hütte, die wahrscheinlich 500 Jahre alt ist, nur aus Holz besteht, ich habe dort mit meiner Uhr bezahlt. Das ist für mich Einfachheit. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht alles von heute auf morgen verändern können. Das ist auch gar nicht mein Ziel. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wir diese Einfachheit wiederentdecken werden. Frei nach Platon, die Leichtigkeit und Einfachheit in der Finanzierung wiederentdecken. Dabei ist Einfachheit für mich nicht nur ein Schlagwort oder ein Buzzword. Für mich ist Einfachheit ja ein Zeitgeist. Sucht ihr eigentlich auch euren Arzt, euren Friseur oder euren Kaminholzlieferanten danach aus, ob die Terminvereinbarung online geht? Okay, ich mache das. Und sucht ihr den Online-Shop auch danach aus, ob ihr dort mit PayPal bezahlen könnt? Für mich der einfachste Weg. Ja. Oder sucht ihr eure Lampe, eure Heizungsanlage oder vielleicht eure Krankenkasse danach aus, ob ihr sie per App fernsteuern könnt? Ja, ich tue das. Für mich geht es eigentlich darum, die Frage zu stellen, was ist der leichteste Weg von hier zur Bedürfniserfüllung? Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht aus unserer Branche. Was ist heute der leichteste Weg, Aktien zu handeln? Das ist Trade Republic. Was ist der leichteste Weg, mit Freunden Geld zu sammeln? Das ist PayPal. Und was ist der leichteste Weg, heute zu bezahlen? Es ist auch PayPal, es ist Klarna und es ist Shopify. Moment, Shopify? Werden jetzt einige vielleicht sagen, wieso eigentlich Shopify? Das ist doch E-Commerce. Richtig. Ich glaube aber, dass die Ähnlichkeit zu unserer Branche und dem E-Commerce an der Stelle immens groß ist. Denn in unserer Branche geht es darum, dass die Immobilie gekauft wird, dass Menschen in eine Immobilie einziehen. Bei Shopify geht es darum, dass Menschen etwas kaufen. Es ist viel wichtiger, dass ich die richtigen Produkte im Online-Shop in den Warenkorb gelegt habe, dass sie an die richtige Adresse geliefert werden. Bezahlen sollte so einfach gehen wie nur irgendwie möglich. Klarna hat dazu eine andere Antwort gefunden, wie es so einfach wie möglich sein kann zu bezahlen. Etwas, was mich persönlich auch immer wieder stört, ist die kontinuierliche Eingabe an jedem neuen Shop meiner Adresse, meiner Anschrift. Die ändert sich aber so selten. Und natürlich verstehe ich als Mensch, dass die Maschine nicht wissen kann, dass meine Adresse immer die gleiche bleibt. Heute hilft mir der Browser. Was hat Klarna gemacht? Für Klarna reichen heute 2 Angaben, um die Adresse vorauszufüllen. Meine E-Mail-Adresse und meine Postleitzahl. Und schon, wie von magischer Hand, steht dort die Anschrift, an die meine Produkte gesandt werden sollen. 2 Daten. Also ein wesentliches Merkmal von Einfachheit ist tatsächlich, frag mich nicht nach Daten, die du schon über mich hast. Aber es geht nicht nur um Daten alleine. Es geht auch darum, dass wir diese Daten interpretieren. Ja?
Denn nichts ist schlimmer, als dass mit den Daten nichts gemacht wird. Wir Menschen, wir können das sehr, sehr gut. Ich habe auch da ein Beispiel mitgebracht. Früher war Online-Shopping ungefähr so. Wenn ich versucht habe, etwas zu kaufen, stand dort häufig, wir haben noch 17 Artikel, vermutlich im Lager, weil der Stand ist von gestern Abend. Kann also sein, dass mittlerweile schon Menschen was gekauft haben. Das ist nicht mehr State of the Art, oder? Heute bin ich begeistert, wenn die Waren zu dem Zeitpunkt ankommen, zu dem sie geliefert werden sollten. Und nicht die Frage, ob die überhaupt da sind. Ja. Meine Tochter, die würde die Welt nicht mehr verstehen, wieso nicht klar ist, wann die Waren tatsächlich kommen. Wenn wir in einer Immobilie stehen, zugegebenermaßen machen wir jetzt nicht jeden Tag, aber die versteht die Welt nicht mehr, wieso wir sofort nicht sofort kaufen könnten. Die wächst nämlich in einer Sofortfeld auf. Das Hörbuch, das kaufen wir einfach im Online-Shop. Ja, das ist einfach im Musikstore gekauft. Die Geburtstagsgeschenke für ihre Freunde, die holen wir online, die sind am nächsten Tag da. Ich habe noch ein anderes Beispiel aus Berlin. Dort gibt es einen neuen Lieferdienst, Gorillas. Vielleicht kennt ihr den. Die haben das Motto, schneller als du. Gorillas liefert Waren des täglichen Bedarfs in 15 Minuten. 15 Minuten von der Bestellung bis zu dir nach Hause. Ja. Und als Gorillas vor 2 Wochen oder 3 Wochen muss es gewesen sein, die Anordnung bekam, dass sie nicht mehr am Sonntag liefern dürfen, was ist auf Twitter passiert? Menschen haben geschrieben, oh mein Gott, jetzt muss ich wieder planen, was ich Sonntagmorgen zum Frühstück essen will. So schnell geht Gewöhnung. Die Frage ist also gar nicht mehr so sehr, ob es geliefert werden kann, sondern wann es geliefert werden wird. Und die zweite wesentliche Frage ist doch immer, kann ich es mir leisten? Klar, wenn ich ein paar Schuhe kaufe, dann weiß ich ungefähr, ob ich es mir leisten kann. Was aber, wenn der Betrag höher ist? Klarna hat es geschafft, neben einigen anderen Anbietern, dass die konkrete Rate sofort beim Checkout mit angezeigt werden wird. Ja? Und das ist gar nicht mehr die Frage, ob ich sie mir wirklich leisten kann, diese Finanzierung. Die kommt natürlich auch noch weiter hinten, aber sie ist so intelligent versteckt, dass wir gar nicht mehr merken, dass die wirklich da ist. Ja. An dieser Stelle werde ich oft gefragt, Thomas, das ist doch nicht vergleichbar. Du kannst doch nicht das Shopping von Schuhen mit dem Shopping einer Immobilie vergleichen. Da liegen Welten dazwischen, finanzielle Welten, auch die Menge der Erfahrungen im Leben, die ich damit gemacht habe. Und ich sage, das stimmt. Aber ich sage auch, es ist tatsächlich so, dass ich nicht jede Erfahrung mehr selbst machen muss. Alle Führungskräfte unter euch kennen das. Das gibt einen Begriff, einen Fachbegriff, der heißt Halo-Effekt. Der Halo-Effekt sagt so ungefähr, dass ich, wenn ich bei einem ein positives Merkmal gesehen habe, bei einem Menschen, dann ist er vermutlich auch in anderen Leistungen sehr, sehr gut. Ja? Ich muss nicht in allem gut sein. Mein Deutschlehrer ist ein bisschen darauf reingefallen bei mir. Anderes Thema. Beispiel E-Bikes nochmal. Heute werden immer mehr E-Bikes online gekauft, im Direktversand. Und diese Fragen von, wie kann ich das mal probefahren? Wie wird es eigentlich geliefert? Wer repariert es, wenn es kaputt ist, treten immer weiter in den Hintergrund. Und nicht, weil ich selbst mal dieses E-Bike gekauft habe, sondern weil andere Menschen diese positive Erfahrung gemacht haben. Ja, und manchmal ist es doch tatsächlich so, dass wir nur darauf warten, dass jemand kommt und uns rettet. Wie so ein weißer Ritter. Wäre es nicht schön, wenn in der Finanzierung der ganze Notarprozess auch schon fertig wäre mit der Finanzierung? Wäre es nicht schön, wenn ich diese Dokumente, die ich für die Finanzierung brauche, nicht alle manuell besorgen muss, sondern sie schon vollständig besorgt worden sind? Ja, in England gibt es da einen Anbieter, einen Finanzvermittler, der heißt Habito. Und Habito hat ein Produkt geschaffen, das all das miteinander kombiniert. Alles, was zum Vertrag notwendig ist, zu erledigen, erledigen Sie. Alles, was zur Bewertung der Immobilie ist, ist automatisiert heute schon in Habito als Produkt hinterlegt. Sie nennen es Habito Plus. Und sie waren sich nicht sicher, wie viele Menschen es wirklich brauchen würden. Und wie wir gerade gehört haben, natürlich testet man das, natürlich macht man Umfragen. Der Erfolg dieses Produktes ist überwältigend für sie gewesen. Die Menschen reißen es ihnen quasi aus den Händen, Tausende von Menschen. Und vielleicht ist es doch so einfach. Vielleicht ist es so einfach, dass Menschen einfach ein Bedürfnis haben. Und wenn wir das geschickt in ein Produkt integrieren, werden sie es nehmen. Und trotzdem ist es natürlich so,
dass im E-Commerce noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Ich möchte nochmal auf E-Bikes zurückkommen. Wenn man nach einem E-Bike online shoppt, dann stellt man fest, man sieht sofort den Preis. Okay, fantastisch. Ich kann mir die Farbe angucken und meistens kriege ich auch noch die Information des Motors dazu. Wenn ich aber 3.000 Euro oder 4.000 Euro für ein Fahrrad ausgebe, was für mich persönlich vor 10 Jahren noch undenkbar war, dann habe ich weitere Fragen, weil ich habe noch nie ein E-Bike gekauft. Passt der Motor überhaupt? Welche Form von Motor würde ich brauchen? Wie weit reicht der Akku? Würde ich unterwegs liegen bleiben? Und ist es tatsächlich so, dass ich den Akku rausnehmen muss, wenn die Temperatur unter 0 Grad sinkt? An dieser Stelle ist Beratung notwendig. Und es ist doch so, dass die Menschen, so wie ich auch, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wer in einer sehr warmen Region liegt, wird die Frage nach der Kälte wahrscheinlich nie stellen. In der Finanzierung ist es doch genauso. Manche wollen eine lange Zinssicherheit haben, manche wollen ein rundum sorglos Produkt haben, manche sind Kapitalanleger und haben deswegen wieder ganz andere Fragen. Wir sehen, dass diese Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Und trotzdem ist es so, dass diese Affiliate-Seiten da draußen, die mich über E-Bikes aufklären, einen großartigen Erfolg haben. Und wieso sind sie so erfolgreich? Weil sie immer verfügbar sind. Ich selbst habe am Wochenende zu einem anderen Produkt online recherchiert, zu einem Zeitpunkt, als Beratung gar nicht möglich war, weil nicht nur der Shop nicht offen hatte, sondern auch die Service-Hotline gar nicht verfügbar war. Und ich finde das in Ordnung. Ich erwarte nicht, dass 24/7, also rund um die Uhr, Menschen auf mich nur warten, dass ich sie kontaktiere. Ich recherchiere selbst gerne. Und siehe da, es geht nicht nur mir so. In der Ropo-Studie von Google, die sie 2019 zusammen mit dem DSGV wieder veröffentlicht haben. In der Ropo-Studie steht, dass 60% der Menschen, bevor sie etwas offline kaufen, online recherchieren. 60%. Und wir alle können einmal in uns gehen, was sich seit 2019 verändert hat. Welche Erfahrungen wir im letzten Jahr alle gemacht haben mit dem Online-Shopping. Ja? Wie verrückt es ist, dass ich Streusand online kaufe und nicht mehr im Baumarkt, weil der gar nicht offen hat oder die Ware nicht lieferbar ist. Ja? Noch viel verrückter ist, dass nur noch 6% der tatsächlichen Abschlüsse reine Offline-Abschlüsse sind. 6%. Das ist unter 10% unter der Wahrnehmungsschwelle. Und es gibt noch etwas sehr Interessantes an dieser Studie. Die Hauptaussage ist nämlich, je komplexer das Produkt, desto intensiver wird online recherchiert. Etwas, das in unserer Branche bei der Recherche eine große Rolle spielt, ist neben der Machbarkeit, bekomme ich die Finanzierung, die Frage, was kostet es? Eine Branche, und ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich sie mal als positives Beispiel, als Vorreiter beschreiben würde, ist die Automobilbranche. Die haben seit dem Jahr 2000 Autokonfiguratoren, die es schaffen, dass ich, während ich das Auto konfiguriere, etwas über das Auto lerne. Und wie man hier sehr schön an dem Beispiel sehen kann, ist es nicht mehr so, dass ich einfach nur Formulare ausfülle, sondern Autokonfiguration kann tatsächlich etwas Emotionales sein, etwas sein, das Spaß macht. Ja, ich lerne über die einzelnen Eigenschaften des Autos, während ich es konfiguriere und ich sehe jederzeit, was es kosten wird. Ja, Listenpreise, aber ich habe eine Idee davon, was es kosten wird. Wie schön wäre es, wenn wir solche Finanzierungskonfiguratoren auch hätten, die die Emotionen in den Mittelpunkt stellen und bei denen ich spielerisch lerne, wie die Finanzierung funktioniert. Ein Team, das das schon ziemlich gut macht, sind die Freunde von Immocation. Immocation ist ein Produkt, das sich an Kapitalanleger wendet. Ich erfahre, welche Immobilien für mich passen, wie ich sie identifiziere, wo ich sie finden kann, wie die Finanzierung von Kapitalanlagen funktioniert und, und. Immocation ist eine sehr geschickte Kombination aus meiner Sicht von Newslettern, Online-Rechentools, Videos, Erklärvideos und auch Masterclasses. Und das Verrückte an diesem Produkt ist doch, es ist jederzeit verfügbar und ich erreiche mit einem Video mehr Menschen, als eine Beraterin gleichzeitig schaffen könnte. Das sind Beispiele für mich, die mich inspirieren, wo ich sage, da wird der Markt hingehen aus meiner Sicht. Und ich weiß, dass wir das mit Europace nicht alleine schaffen können.
Wir schaffen das nur mit euch. Europace ist ein Mitspieler auf dem Spielfeld. Unsere Mission ist die fortschrittlichste Technologie für die beste Finanzierung des 21. Jahrhunderts. Für euch. Für die da draußen, die den Kundenkontakt haben. Für die da draußen, die jeden Tag beraten. Für die da draußen, die sagen, ich möchte meinen eigenen Finanzierungskonfigurator bauen, der passt zu mir und zu meiner Firma, zu meinem Produkt, zu meinem Serviceangebot. Mit unserer Technologie. Für die Banken da draußen, die die Produkte ins Regal stellen, die wir am Point of Sale in Zukunft entscheiden können. Deshalb bauen wir Finn. Als Finn letztes Jahr live gegangen ist, war es für uns eine ganz große Sache, weil Finn ist genau nach dem Lockdown live gegangen. Es war also ultra schwer, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie Finn nutzen, weil es uns wichtig ist zu schauen, wie Nutzer auf unsere Software reagieren. Der phänomenale Erfolg von Finn lässt sich einfach an Zahlen ablesen. Über 7.000 Finanzierungen seit dem letzten Jahr wurden mit Finn begleitet, die am Ende auch abgeschlossen worden sind. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Finn ist gestartet mit einer einfachen Sache, mit dem Dokumentenaustausch. Endlich weg mit E-Mails oder mit unsicherem Datenaustausch. Jetzt sind wir eine Stufe weitergegangen. Vorher mussten alle Finanzierungsvorschläge immer per E-Mail verschickt werden. Das gehört endlich der Vergangenheit an. Die Finanzierungsvorschläge, die die Beraterinnen und Berater ihren Kunden, den Verbrauchern zur Verfügung stellen, werden jetzt direkt in Finn auch angezeigt. Aber natürlich nicht das PDF. Die Welt da draußen ist mobile first. Die nutzt nur ihr Telefon. Ja? Ich glaube, seit 2 Jahren werden keine Suchergebnisse mehr bei Google gelistet von Webseiten, die ausschließlich auf den Desktop-Rechner optimiert sind. Wenn du nicht auf dem Telefon stattfindest, findest du nicht mehr statt. Und deshalb zeigen wir die relevanten Daten an, so dass man sie auf einem Telefon auch wirklich gut lesen kann. Ja. Wenn ich an die Zukunft von Finn denke, dann treibt mich immer unser Ansporn, dass Finn die Beratung, für die Begleitung für die Hosentasche ist. Von der Beratung bis zur Auszahlung. Der Assistent sowohl für die Beraterinnen und Berater da draußen, als auch für die Verbraucher. Dass sie direkt immer im digitalen Austausch stehen können, 24/7, rund um die Uhr. Wenn ich an Finns Zukunft denke, dann stelle ich mir mal die Frage, was ist der Status meiner Finanzierung? Kann ich die Auszahlung hierüber starten? Welche Unterlagen habe ich eigentlich schon eingereicht? Was muss ich als nächstes tun? Und. Und ihr seht daran, in welche Richtung wir für Finn denken und ihr dürft wahnsinnig gespannt sein darauf, was wir davon schon dieses Jahr für euch umgesetzt haben werden. Und natürlich ist alles, was ihr in Finn seht, auch per API verfügbar. Ihr könnt es einfach in euer eigenes Kundenportal, in euren eigenen Finanzierungskonfigurator integrieren. Ich habe eben schon die Unterlagen erwähnt und ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass wir Daten interpretieren. Als wir unsere Unterlagenakte entwickelt haben, war die erste Stufe der Interpretation, dass wir aus einem Stapelscan von 100 Seiten alle Dokumente erkennen können, auseinanderschneiden und aufbereiten. Jetzt haben wir die zweite Stufe der Interpretation gezündet. In Zukunft ist es ganz leicht, dass ich sehen kann, in jedem Vorgang habe ich alle Unterlagen, die für diese Finanzierung notwendig sind. Wir gleichen automatisch die eingescannten Unterlagen, die erkannten Unterlagen mit den Anforderungen der Bank ab und kombinieren sie. Und natürlich haben wir damit auch einen Grundstein gelegt dafür, dass Verbraucher selbst sehen können, ob ihre Unterlagen bereits vollständig sind. Also denkt wieder an euren Finanzierungskonfigurator, denkt an euer Kundenportal. Verbraucher können selbst tätig werden. In meiner Vorstellung geht es darum, dass eine Beraterin nicht 30 Kunden gleichzeitig begleiten kann, sondern 300. Alles, was wir automatisieren können, was einfach nur wiederkehrende Aufgaben sind, fast schon administrative Aufgaben, die keine Schöpfungshöhe haben, die einfach nicht kreativ sind, wo wir uns nicht anstrengen müssen, die können wir automatisieren. Damit haben wir einen wichtigen Grundstein gelegt, dass wir in der Finanzierung auch weitergehen können. Mit dem passenden Angebot, mit der passenden Finanzierung ist ein wichtiges Modul in den letzten Monaten bei Europace entstanden. Denn wir haben vorhin gelesen,
vorhin gehört, dass Menschen gerne online recherchieren. Und jetzt stellt euch vor, wenn wir die Ergebnisliste nehmen würden und einfach Verbrauchern in die Hand geben würden, dann wären sie schlichtweg überfordert. Das ist das Gleiche, was wir auch beobachtet haben, als wir unseren Nutzern und Nutzerinnen über die Schulter geschaut haben. Wir haben gesehen, dass in der Menge der Angebote, in der Vielfalt der Ergebnisliste es leicht möglich ist, die passende Finanzierung zu übersehen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich als Beraterin häufig auf die gleichen 5 Banken setze. Da kenne ich mich aus, ich kenne vielleicht die Kreditentscheider, ich weiß, wie der Prozess abläuft, ich weiß, welche Anforderungen diese Bank hat. Ich finde es extrem nachvollziehbar, dass man sich dann auf 5 Player, mit denen man immer wieder arbeitet, ein kleines Portfolio aufbaut. Aber was, wenn die passende Finanzierung für diesen Kunden an 6. Stelle steht oder an 7. oder an 12.? Dafür haben wir den intelligenten Algorithmus entwickelt. Die passende Finanzierung wird euren Beraterinnen dabei helfen, auch in solchen Situationen mal ein bisschen links und ein bisschen rechts schauen zu können und dann wieder selbst zu entscheiden, will ich diese Finanzierung anbieten oder nicht. Die Genauigkeit ist heute schon über 90%. Das heißt, über 90% der Angebote, die wir vorschlagen, werden am Ende zu Anträgen, was ein fantastisches Ergebnis ist. Und wenn wir nochmal zurückgehen zum Finanzierungskonfigurator, vielleicht sagen einige von euch jetzt, ich brauche das nicht. Meine Beraterin brauchen das nicht. Meine Kunden wollen das nicht. Und ja, das mag sein. Aber wenn 60% der Menschen da draußen online recherchieren, wenn 60% der Menschen intensiver recherchieren, je komplexer das Produkt ist, dann ist die passende Finanzierung wahrscheinlich eine ziemlich gute Antwort auf dieses Bedürfnis. Wenn wir jetzt diese Frage abgehakt haben, was ist die passende Rate, dann kommen wir noch zu der zweiten Frage, was ist diese Finanzierung überhaupt machbar? Ist diese Finanzierung überhaupt darstellbar? Und die besteht aus 2 wesentlichen Komponenten. Das eine ist die Bonität. Gibt es diese Person wirklich? Wie groß ist ihr Einkommen, ihr monatliches? Hat sie bereits Kredite, Verbindlichkeiten und. Ja? Klingt einfach, aber das Hauptproblem dabei ist doch, woher weiß ich, dass die Daten, die mir gegeben worden sind, stimmen? Heute arbeiten wir mit einer Selbstauskunft. Und für so einen Computer gibt es nichts Schlimmeres als ein manuell ausgefülltes Formblatt. Weil Computer sind wahnsinnig schlecht darin, solche unstrukturierten Daten zu analysieren. Und ganz ehrlich, ich würde nicht darauf vertrauen wollen, bei der automatisierten Bewertung, ob sich jemand eine Finanzierung leisten kann oder nicht, ob die Person die richtigen Daten eingetragen hat. Deshalb werden wir auf PSD2-Schnittstellen setzen. So wie im Ratenkredit auch, werden wir also die Bonität, ob die Person sich diese Finanzierung leisten kann, automatisiert über Schnittstellen auswerten. Und was gibt es Schöneres als den guten alten Kontoauszug als Datensatz über API? Für mich sehr wenig. Bleibt noch die zweite Säule von Finanzierung und das ist der Wert der Immobilie. Auch hier haben wir wieder die Herausforderung, dass die Angaben zur Immobilie eine immense Rolle spielen. Wie viel Wohnfläche, Grundstücksfläche und auch ganz beliebt der Ausstattungsstandard. Wer glaubt nicht, dass seine Immobilie überdurchschnittlich ausgestattet ist? Also unsere Herausforderung wird zum einen sein, diese Daten zu validieren. Und die zweite Herausforderung ist natürlich, es gibt sehr viele unterschiedliche Verfahren, die im Kern natürlich alle ähnlich sind. Aber wenn es darum geht, dass wir eine verbindliche Entscheidung, so wie vorhin gesehen bei Klarna, an dem Point of Sale bekommen wollen, dann müssen wir auf das Verfahren setzen, auf das sich die Bank eingelassen hat. Also werden wir mehrere Verfahrensanbieter auch in Europace integrieren. Und unsere Aufgabe ist es dann, die Daten zu validieren. Mit diesen Bausteinen haben wir nicht nur die Möglichkeit, Self-Service in der Finanzierung zu bauen, unseren eigenen Finanzierungskonfigurator. Wir sind auch endlich an der Stelle, dass wir verbindliche Zusagen an den Point of Sale bekommen können. Denn in meiner Vorstellung sieht Immobiliensuche in Zukunft so aus. Ich sehe die Immobilien, die zu mir passen, die sind sowieso schon gefiltert. Wer würde mir einen Neubau anbieten? Niemand.
Und ich sehe die Rate zu der Finanzierung. Dass ich die Finanzierung bekomme, ist schon völlig klar. Entscheidend ist doch nur, wie viel bin ich bereit, monatlich auszugeben. Nicht, ob die Immobilie 500.000 oder 700.000 Euro wert ist. Ich bin davon überzeugt, dass das die Zukunft ist für Finanzieren mit Leichtigkeit. Danke. Ja, vielen Dank auch an dich, lieber Thomas. Du hast es jetzt geschafft, in 20 Minuten zeitgleich fast 800 Menschen abzuholen. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der wirklich einiges von dir lernen konnte, von dem Mann, der offenbar seinen Deutschlehrer reingelegt hat über Jahre hinweg. Das habe ich erst später verstanden, dass es tatsächlich dieser Bias war. Das habe ich erst in der Führungskräfteausbildung irgendwann gelernt. Aber ich habe damals schon geahnt, da ist was komisch, wenn ich am Anfang des Schuljahres nur einen guten Aufsatz schreiben muss und dann immer nur gute Noten bekomme. Und so konsistent war meine Leistung als Schüler einfach nicht. Sorry, jetzt habe ich es gesagt. Meine auch nicht, aber ich habe es nicht geschafft, am Anfang ein gutes Zeichen zu setzen. Trotzdem, du hast mehrere gute Zeichen gesetzt. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, sehr viel von dir gelernt. Und auch diesmal sind wieder Fragen aufgetreten, die ihr da draußen gestellt habt und die jetzt für euch wieder von Katja gestellt werden. Bitte, Katja. Dankeschön, Jochen. Für eine Frage wollen wir uns die Zeit noch nehmen, Thomas. Okay. Ja, Marc hat uns geschrieben, vielen Dank für deinen Vortrag, der extrem visionär und super, super spannend ist. Du sprachst von dem Finanzierungskonfigurator. Ja. Kannst du da schon ein bisschen was ausplaudern? Haben wir bei Europace etwas in Vorbereitung? Ja, also ja und nein. Ja, du weißt ja, Berater und Vorstände lassen sagen immer ja und nein, weil da müssen sie sich später nicht drauf einlassen. Nein, es geht darum, Finn ist natürlich ein Weg in die Richtung eines Finanzierungskonfigurators, ganz klar. Die Frage ist am Ende, werden wir es so bauen, wie wir es gerade beim Automobil gesehen haben? Passt das auch zu jedem da draußen in der Finanzierungswelt, mit so einem Finanzierungskonfigurator zu arbeiten? Deswegen ja für Finn. Ich glaube, dass ganz klar die Welt in diese Richtung geht. Wann werden wir das sehen? In einem Jahr, in zwei, in vielleicht drei Jahren? Das, glaube ich, ist einfach die Erwartung. Das sind die Bedürfnisse der Menschen da draußen. Und auf der anderen Seite deswegen nein. Alles, was man dafür braucht, werden wir zur Verfügung stellen. Da bin ich wieder bei meinem Bild vom Mitspieler auf der Plattform, in unserer Branche. Wir haben halt eine Aufgabe, eine Rolle und darin wollen wir exzellent sein. Das heißt, all unsere Kunden, die sich dafür entscheiden, selbst einen Finanzierungskonfigurator zu bauen, die bekommen von uns die APIs, die Daten dafür, die sie dafür brauchen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank an euch beide und ich möchte nochmal betonen, wir haben natürlich die mindestens 1,50 Meter Abstand gehalten. Danke an dich, Katja, danke an dich, lieber Thomas. Wir sehen uns natürlich später nochmal wieder und auch Fragen an dich im Chat weiterhin natürlich erlaubt. Fragen, Chat, sonstige Funktionen, ihr seid natürlich eingeladen, da weiterhin teilzunehmen. Ihr könnt übrigens auch einen digitalen Tisch buchen, wie das beim vergangenen Mal war, oder diesmal die Videofunktion im Teilnehmerprofil nutzen, um andere Teilnehmer anzurufen. Wir machen ein kurzes Päuschen. Normalerweise hieß es, wir machen um 11.40 Uhr weiter. Das ist aber schon in 2 Minuten laut meiner Uhr. Ich frage mal ganz kurz, wir sind ja live. Geht es um 11.40 Uhr weiter? Es geht um 11.40 Uhr weiter. Holt euch einen schnellen Kaffee und dann machen wir phänomenal weiter hier. Bis gleich.